Heute möchten wir über die Medienkampagne gegen Griechenland sprechen. Es ist ja ein enormer Gleichklang, den medialen Stimmen festzustellen, die ausgelöst wurden durch die Ankündigung der Neuwahlen in Griechenland für den 25. Januar 2015. Wie abgesprochen, auch wenn es nicht abgesprochen ist, interpretieren die meisten Medien, dass die Reformen doch nun endlich greifen würden und man jetzt diesen Prozess nicht unterbrechen dürfe. Man malt das Schreckgespenst der Linken an die Wand, was passieren könnte, wenn sie die Wahl gewinnen. Und dann werden auch Szenarien durchgespielt, dass man eventuell über den Austritt Griechenlands aus dem Euro nachdenken müsste. Letzteres würde ich mal als Testballon der Politik interpretieren, der von Medien willfährig kolportiert wird, um zu sehen, wie denn die Reaktionen auf so ein Szenario vielleicht auch ausfallen. Die neoliberalen Reformen an sich, der gesamte Staatsumbau, wird dabei nicht in Frage gestellt, wird auch nicht eingegangen auf Hinweise beispielsweise von Naomi Klein in ihrem Buch Die Schockstrategie, dass im Grunde genommen das gerade in Griechenland abläuft, was sie in ihrem Buch beschreibt, dass nämlich in einer Schocksituation, hier ausgelöst durch die Wirtschaftskrise, massive Umbauten stattfinden, die nachher den Staat und sein demokratisch verfasstes System nicht mehr wiedererkennen lassen. Die eigentliche Aufgabe unserer Medien als vierte Gewalt dürfte ja eigentlich sein, genau dieses Demokratieproblem auf die Agenda zu setzen und zu diskutieren, nämlich aufzuzeigen, was für ein grundsätzliches Problem demokratischer Bestimmbarkeit durch den Souverän, nämlich das Volk, wir überhaupt hier haben, was sich hier abzeichnet, was nämlich Demokratie noch bedeutet. Was dürfen wir, können wir, müssen wir, sollen wir wählen, wenn im Grunde genommen die Politik vorher schon feststeht, vorgegeben durch die wirtschaftlichen Bedingungen?